Ja, liebe Frau Kollegin Spranger, ich habe jetzt zur Kenntnis genommen, dass Sie Ihre 5 Minuten Redezeit einfach nochmal dazu genutzt haben, um für Ihre Position zu werben. Das ist ja auch völlig legitim. Sie müssen es ja nötig haben, im Vorfeld des Volksentscheids nochmal jede, aber auch jede sich bietende Chance zu nutzen, um für Ihre Position in Sachen des Volksentscheids zu werben. So. Kriegen Sie sich ein, junger Mann. So. Aber, Frau Kollegin Spranger, haben Sie mir eigentlich zugehört und haben Sie den Antrag mal gelesen? Nee, ganz offensichtlich nicht. Bei dem Antrag geht es nicht um die Frage, den Senat aufzufordern, eine andere Position zu beziehen, als die, die er jetzt bezieht. Geht auch nicht um die Frage, dass der Senat jetzt plötzlich sagen soll, dass die Initiative 100% Tempelhof, dass die Recht habe und dass wir deswegen jetzt zukünftig gegen den Senat stimmen sollen. Das habe ich vom Senat gar nicht verlangt. Der Senat, und Herr Müller tut das ja auch, darf seine Position vertreten, wo immer er will. Und er tut es ja mit mehr oder weniger guten Argumenten bei jeder sich bietenden Gelegenheit, das ist völlig in Ordnung. Und da haben Sie auch recht, das ist verwaltungsgerichtlich festgestellt, der Senat darf für seine Position werben. Aber liebe Kollegin Spranger, was der Senat nicht darf, und Ihre Frage, was sind eigentlich faire Bedingungen bei Volksentscheiden, zeigt, dass Sie das nicht verstanden haben, was der Senat nicht darf. Da geht es nicht um eine Frage von Lust oder Laune, sondern geht es um eine Rechtsfrage. Deswegen habe ich aus dem OVG-Beschluss vorgelesen. Wissen Sie, was das OVG ist? Das ist ein Gericht. Das ist ein Gericht, das entscheidet über das, was Recht und was nicht Recht ist. Das OVG befasst sich nicht mit der Frage, ob Tempelhof bebaut werden soll oder nicht, sondern das OVG stellt lediglich fest, dass mit öffentlichen Haushaltsmitteln oder mit Mitteln öffentlicher Unternehmen nicht missbräuchlich Kampagnenarbeit für die Position des Senats gemacht werden kann. Und das steht in unserem Antrag und dafür bitten wir um Zustimmung. Das gilt für die ZLB, das gilt für die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Und sorry, aber was Sie hier erzählt haben, hat mit unserem Antrag nichts zu tun, sondern ist nur Ausweis der Tatsache, dass offenbar selbst das zu durchschauen Ihnen zu kompliziert war. Und da tut mir leid. Vielen Dank, Herr Dr. Lederer. Sie möchten replizieren, bitte. Jetzt hat aber Frau Spranger das Wort. Wirklich. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Herr Lederer, dass Sie hier natürlich aufgebracht sind, weil Sie erwischt worden sind, kann ich verstehen. Völlig klar. Und dann stellen Sie sich hier als Moralapostel hin und tun so, als ob Sie nur das Recht kennen. Ich kenne auch das Recht. Und ich habe auch Gerichtsurteile gelesen. Und ich kann sie sogar lesen. Stellen Sie sich mal vor. Und dass die, den Wohnungsbaugesellschaften zuzutrauen ist, dass sie sich alleine eine Meinung bilden und der IHK und dem Landessportbund und dem BBU, dass die alle lesen können, dass sie im Übrigen auch ihre Anträge lesen können und die auch deuten können, davon können sie ausgehen. Und deshalb, ich habe doch nicht die Priorität heute gemacht, die haben Sie doch gebracht. Ich habe auch nicht den Antrag geschrieben, den haben Sie geschrieben. Und dann müssen Sie mit der Gegenantwort leben können. Und wenn sie eben so ist, wie sie ist, Herr Lederer, da brauchen Sie sich jetzt nicht umzudrehen. Und die Grünen, da brauchen Sie auch nicht zum Grün zu gehen, weil die werden Ihnen da weniger helfen, als Sie jetzt denken. Weil die haben so einen Antrag nicht geschrieben. Herzlichen Dank. Applaus.